Es sind ja auch nicht viele, die sich dieser Tage durch diesen Landstrich trauen. Da können wohl auch nicht so viele hier in Gallis sein. Zwischen 20 und 50 Leuten dürfte es sein. Seht ihr, wir haben durch reines Eruieren den Personenkreis der zukünftigen Opfer etwas schon eingeschränkt. Von 850 bleiben noch 50 übrig. Seht ihr, was Praius uns geschenkt hat? Eine Suppe? Nein, Bier. Erkenntnis. 56, wenn wir genau sind. Wir könnten ja auch alle Opfer sein. Dies ist in der Tat richtig. Nun gehen wir davon aus, dass wir nicht zu den Opfern gehören, da wir in einer größeren Gruppe reiten. Das reduziert die Zahl noch einmal um 6. Dann wären wir bei 44. Wir können uns natürlich auch aufspalten und das Prinzip Ködern und Fangen anwenden. Wir sollten nicht einfach mit Leben spielen. Das sieht die Herrin nicht gern. Aber eine Falle zu stellen an sich wäre durchaus keine schlechte Idee. Aber wir sollten erstmal die anderen warnen, vor allem die Alleinereisenden. Nun, um die Opfer zu warnen, müssen wir erkennen, wozu diese Opfer dienen. Ein Mörder, so er einer ist, hat ein Motiv und ein, sagen wir, ein Leitschema, nachdem er mordet. Kennen wir dies? Können wir die Opfer warnen? Vorher? Vielleicht müssen wir mehr so rausfinden. Hör mal, Herr Tannenflug-Ding. Die können Gillian zumindest sagen. Alles klar, Gillian. Die Leute, die getötet wurden, denen wurden ja Sachen, also Körperteile, weggenommen. Ne? So ist es. Und wurden diese wieder gefunden oder wurden die entfernt und nicht wieder zurückgegeben? Bisher wurde nichts davon zurückgegeben. Alles entfernt. Der Nomaden hat man statt dem Kopf einen Puppenkopf aufgesetzt. Was? Das ist merkwürdig. Was können wir daraus vielleicht schließen? Priodur. Nun, der Täter verfügt wahrscheinlich einen Sinn für morbiden Humor. Und eine Puppe. Naja. Eine kopflose jetzt. Ja. Also wir suchen nach jemandem mit einer kopflosen Puppe. Ist doch einfach. Nun ja. In einem Dorf mag das möglich sein. In einer größeren Stadt nicht. Wir können nicht einfach in die Häuser gehen und nach kopflosen Puppen suchen. Warum nicht? Da sind doch Türen drin, die kann man aufmachen. Es gehört sich nicht. Nun, ich hatte überlegt, ob ich die Verstorbenen selbst dazu befrage. Allerdings ist mir es in dieser Stadt doch etwas zu heikel. Ihr wollt was tun, bitte? Nun, also schreckliche Morde lassen meist ruhelose Seelen auf Dere zurück, die nicht in Ihr wollt doch nicht einen Bohrungsfriedfall begehen und die Seelen befragen. Natürlich nicht. Scheiße, bist du einer dieser Nekromanten, die sich hier in dieser Stadt rumtreiben sollen? Nein. Ich habe zwar gelernt, mit Geistern zu sprechen, aber nur mit jenen, die noch in dieser Welt gefangen sind und nicht den Weg über das ewige Meer finden konnten. Dann bist du so ein Schamanerich. Es geht in die Richtung. Ich kenne ähnliche Rituale und Fähigkeiten. Ja, können unsere Schamaninnen auch. Die fragen dann manchmal Tote und sowas. Wir sollten ihre Ruhe nicht stören. Vor allem in einer Stadt wie Gallis nicht. Dieser Landstrich, die Wildermark, hat mehr als genug gelitten. Hier solche Magie zu wirken, halte ich für gefährlich. Wer weiß, was dem Ruf folgt. Man sollte nie solche Magie anwenden, egal wo. Sowas sollten nur Schamaninnen machen. Nein. Ja, die wissen, was sie tun. Ja, wir hatten auch Kontakt mit Geistern. Ich glaube, das waren einige Meilen von hier, in einer verlassenen Feste. Mittlerweile kann man da nicht mal hin, diese Pfeile-Magier haben sich da niedergelassen. Ihr meint die Pfeile des Lichts? Ja, möglicherweise. Doch, das hat die Frau gesagt, die uns die Kreide geschenkt hat. Ja, sie sind etwas übereifrig, aber in dieser Gegend vielleicht ganz nützlich.
Aber nein, ich möchte hier auch keine Geister rufen. Wie gesagt, ich kann nicht bestimmen, welcher Geist dem Ruf antwortet. Und in einer Stadt wie Gallis mag es der falsche Geist sein. Könnte ich einmal diesen Puppenkopf haben? Ich habe den nicht. Wer hat ihn denn? Ich denke, höchstwahrscheinlich die kaiserliche Garnison. Gehen wir mal fragen, oder? Ja, ich will da nämlich dran schnuppern. Nun, und was versprecht ihr euch davon? Wurden die Opfer nicht schon beigesetzt? Ja, der Puppenkopf sicher nicht. Das wäre... weiß gar nicht, was das wäre. Sicher nicht gut. Vielleicht sollten wir uns einmal die Tatorte anschauen. Ja, stimmt. Die sollten ja hier rund um den das Haus sein. Nur wenn die Leichen hier gefunden sind, heißt es nicht, dass es sich dabei auch um die Tatorte handelt. Ich meine, der eine wurde den Kopf abgeschlagen, der andere das Herz rausgerissen und den anderen die Arme abgeschlagen. Ich denke nicht, das wurde auch auf einer Straße gemacht. Nur dies nicht, ob vielleicht gibt uns die Umgebung weitere Hinweise. Vielleicht gibt es Zeugen. Wir könnten mal die Sulak fragen. Ich meine, die stecken ihre Nase immer überall rein. Zumindest würde ich das tun. Mhm. Die was? Die Sulak. Naja, die Goblins. Die so sind wie wir. Es gibt hier Goblins? Was uns erzählt? Die haben wir doch gesehen. Nun, ich habe sie wohl übersehen. Tut mir leid. Du bist ja manchmal wie so ein Wels, der in einer dunklen Höhle lebt. Also im Wasser in der Höhle. Die haben keine Augen. Ihr meint einen Grottenolm. Oh, Preyodor, der hat dich einen Grottenolm genannt. Nein, er bezog sich nur auf euren Vergleich, aber lassen wir das. Na gut, ich lasse mich auf diesen Vergleich ein. Grottenolm. Weil Grottenolme zutiefst faszinierend in Geschöpfen sind. Sind die lecker? Das wenige Fleisch schmeckt eher wässrig. Aber nun, wenn sie ihre Opfer nicht sehen können, müssen sie anders wahrnehmen. Verfügen deswegen über ein hervorragendes Gehör und einen außergewöhnlichen Wahrnehmungssinn innerhalb des Wassers. Wie kamen wir jetzt von den Opfern zu Grottenolmen? Ja, wir haben über dich geredet. Nun, lass uns einmal schauen, was wir hier auf profanem Weg herausfinden können. Ja, ihr habt Glück, denn ich habe gerade meine Suppe aufgegessen. Wir können also gleich aufbrechen. Bevor wir uns auf den Weg machen, hier, ich bin noch bereit, eine letzte Flasche von dem Schnaps zu teilen, den Groggelmaggel gebraut hat. Und ihr seid die ersten Gesichter, die ich hier finde, mit denen man auch sicher anständig was trinken kann. Außerdem, boah, da steht euch was bevor. Macht euch auf was gefasst. Der beste Schnaps der Welt. Ich dachte, den haben wir aufgetrunken. Wir unsere Portion ja. Schon, aber anscheinend hat sich jemand eine Portion genommen. Für bessere Tage. Nun, ich muss leider ablehnen. Verzeihen. Ich würde gern mit euch trinken, aber erst, wenn wir das Ganze geschafft haben und die Probleme gelöst sind. Aber bei diesem Wetter braucht man irgendwas Warmes im Magen. Tut euch nicht so. Frag doch auch nach einem Tee. Was schiebt ihr denn welche mit Tee hin? Hier, ich teile mit euch. Bronga, dann musst du ihn wohl mit uns teilen. Wir sind keine Kostverächter. Ich habe so lange auf einen guten Augenblick gewartet, wo ich diesen letzten Tropfen trinken kann. Ich werde jetzt nicht noch länger warten. Gib mir euren Becher. Da. Die Hand von Ronka zittert schon beim Einschenken. Ja, in letzter Zeit musste er sich mit diesem billigen Rum-Schnaps begnügen. Und jetzt kommt wieder der edle, gute Tropfen in den Becher. Bekriegt jeder einen kleinen, seinen großen Becher ein klein bisschen voll. Kleiner Schluck. Und Ronka macht sich zwei rein. Der letzte Tropfen. Auer Vogels bester Bärenschnappes. Auf Bauer Rogel. Auf Bauer Rogel, den zukünftigen Schamanerich unseres Stammes. Auf Rogel. Und hoffen wir, dass er in Sicherheit ist. Ich
Ach, das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hab sogar noch besser geworden. Goggelmoggel, du solltest nochmal wieder Schnaps machen. Ja, das sollte ich wirklich nochmal. Ja, das denke ich aber auch. Ja, vielleicht, wenn wir mit dem Ganzen hier fertig sind. Der Travia-Tempel wird uns sicherlich ihre Utensilien zur Verfügung stellen. Ihr habt das selbst gebraut? Natürlich. Aber und, war das schwierig? Nicht für eine Meisterhandwerkerin wie mich. Unter den widrigsten Umstellungen. Wir waren zumindest in einer Höhle und mussten vor einigen sehr unangenehmen Genossen fliehen. Und dennoch hat sie so ein Meisterwerk im Kessel brauen können. Ja, ich bin halt toll. Faszinierend. Nun, können wir dann? Ja, also ich würde sagen, ihr guckt mit den Menschen und wir fragen die Sulak. Eine hervorragende Idee. Außer du möchtest die Sulak fragen, Priodo, weil du jetzt ein Goblin-Pärte bist. Also noch nicht ganz, aber du bist noch in. Du lernst noch. Du bist in Ausbildung sozusagen. Was für eine frevelhafte und zweifelhafte Ehre. Ihr sprecht hier die Sprache von ihnen? Das Knurren und Klacken vorhin, richtig? Das Kilian auch konnte. Nein, ich spreche diese Sprache natürlich nicht. Der ist nicht klug genug dafür. Er ist ein Grottenolm. So ihr wünscht, kann ich euch gerne, wenn die Morde aufgeklärt sind, einige Worte weiben. Wozu soll das gut sein? Naja, du bist doch jetzt Papa von einem Sulak. Ich habe ihn getauft. Ich bin nicht sein Vater. Ich weise ihn in die 12 göttlichen Lehren ein. Ihr habt einem Goblin den Geburtssegen geschenkt? Natürlich. Das ist gnädig von euch. Ich konnte ihn doch nicht diesen Goblins überlassen. Und es war schließlich ein Geschenk. Das wäre unhöflich gewesen, es abzulehnen. Nun ja, man schenkt keine Menschen, also keine Goblins. Nicht einmal Goblins schenkt man sich. Nun, in der Nähe von Festum soll es wohl tatsächlich sogar eine Dienerin des Firun geben, die vom Volk der Sulak stammt. Nun ja, das mag sein, aber hier ist so etwas nicht üblich. Aber ich werde ihn gut lehren, damit er rechtschaffen aufwächst. Ich wünsche euch viel Glück. Ja, Preis ist auf meiner Seite. Ich habe bisher keinen so aufgeschlossenen Preisgeweihten wie euch getroffen. Das ist ja. Nun ja. Die Umstände erfordern es. Die Wildermark, ihr versteht. Nur zu gut, lieber Freund. Nur zu gut. Okay, so könnt ihr euch trennen. Wollt ihr die Goblins alleine losschicken oder wollt ihr noch jemanden mitnehmen, dass ihr 3 und 3 seid? Ja, weißt du was? Priodur, von Priodur braucht man ab und an eine Pause, dann gehe ich mit den Goblins mit. Ausgezeichnet. Andere würden sagen, vor Goggelboggel bräuchte man mal eine Pause. Aber, das darf jeder so halten, wie er möchte. Und so könnt ihr euch aufteilen. Ronga geht mit Groggel und Goggelmoggel. Und Priodur geht mit seinen beiden neuen Gefährten Zaron, dem Zargeweihten, und Gilion Tanflug, dem Druiden. Wir beginnen bei Gilion. Der kennt sich hier schon etwas aus, hat schon recherchiert und auch vor allem den ersten Tatort gesehen. Und so könnt ihr von hier aus in Richtung Westen gehen. Die Straßen sind sehr eng und schmal und die Häuser sehr hoch. Und so werdet ihr bald, trotz der Wintersonne, die im Himmel steht, von zahlreichen Schatten eingehüllt. Und es wird immer enger und die Häuser immer höher, bis ihr dann an einer ja doch recht schmalen Ecke steht, wo man sich eben auch nur noch alleine durchzwängen könnte. Der perfekte Hinterhalt für einen Mord. Die Gasse selbst ist von Schnee geräumt. Ihr könnt noch ein bisschen aufgewühlten Sand erkennen und ansonsten wenig, was darauf hindeutet, dass hier vor 2 Wochen ein Mord geschah. Es ist ungewöhnlich, wieder hier zu stehen. Vor allem deswegen wir hier. Ich schaue mich mal um, ob
Gibt es da irgendwelche Fenster oder Türen oder keine Ahnung was? Ja, du kannst sehen, dass da also Türen und Fenster zu den Häusern auf alle Fälle, auch in mehreren Stockwerken über euch. Und wenn du dann dich umguckst, kannst du auch sehen, wie über dir wohl die Läden geöffnet sind und da dir eine alte Frau aus dem Fenster entgegenguckt. Preis und Grüße! Frau? Abenteurer! Er sagt, habt ihr etwas mitbekommen von diesen schrecklichen Untaten hier? Ermittelt ihr jetzt hier? Mir scheint ja. Nun, sagt schon. Das ist ja schon lange her. Ich kann mich fast gar nicht erinnern. Nun, dann solltet ihr euch erinnern. Ihr seht mir nicht aus wie ein Söldner. In der Tat, ich bin ein Geweihter des Paris, wie ihr erkennen könnt. Ah, wieder Zucht und Ordnung in der Stadt, ja? Hat man jetzt Preisgeweihte einbestellt? Man bekommt ja so wenig mit von draußen. Wollt ihr nicht reinkommen? Wir kommen herein, ja. Nun gut, es gehört sich nicht hier rumzuschreien auf der Straße. Bernhard, öffne die Tür. Das ist so freundlich, die Leute. Ja, ihr könnt vor euch Samuel Stapfen hören, wie irgendwie im Inneren des Hauses Treppen knarren. Und dann wird ein Riegel beiseite geschoben und euch stiert ein finsterer Mann, der wohl genauso alt ist wie die Alte, entgegen. Aha, ihr seid jetzt die Ermittler hier. Ja, kommt rein, meine Frau will euch sehen. Preis zum Gruße, guter Mann. Ja, Preis, wird euch. Lange her, dass ich den gehört habe. Nun, wir haben hier keinen Tempel, müsst ihr wissen. Bleibt ihr jetzt hier, baut jetzt einen Tempel. Braucht ihr noch einen Handwerker? Mein Neffe kann das. Wenn ihr noch jemanden braucht, der euch einen Hempel hochzieht, entweder aus Holz oder aus Stein. Ich kann euch da einen guten Preis machen. Freies zum Gruße, guter Mann, aber eigentlich brauchen wir eure Hilfe für etwas anderes. Dann frage weiter, das ist ja... Wo kommen wir denn da hin? Kommt erstmal mit nach oben. Vermutlich zu einer Vielzahl von Kindern. Nun, wollen wir die gute Frau nicht warten lassen. So sei es. Ja, so könnt ihr die Treppe nach oben steigen, die wieder einmal knarzt, gerade wenn ihr dann eben zu dritt dann nach oben steigt, beziehungsweise zu viert, und könnt dann vor einem alten Mütterchen sitzen. Die hat bereits irgendwie einen weiteren Tee aufgesetzt, der dann so ein bisschen vor sich hin fiebt und ja, deutet dann auf die Stühle, die sie bereits hingestellt hat. Aber das ist so schön, wir haben ja gar nicht mehr so viel Gelegenheit. Erzählt doch mal was Neues. So, was gibt's denn da draußen aus der Welt am Markt? Ne? Man bekommt ja so wenig mit. Wir haben zwar viele Söldner hier und rauflustige Mordbuben und alles und wir profitieren jetzt auch davon, aber wir bekommen ja trotzdem wenig mit. So viel Veränderung da draußen. Wie wär's, wenn ihr jetzt etwas erzählt? Habt ihr etwas gesehen in dieser fraglichen Nacht, in der die Leiche gefunden wurde? Das war ein Zwerg, der war ziemlich unhöflich, ein Rüde, wie man so sagt. Er hat gegen die Gassen gepinkelt, der war wohl ziemlich betrunken. Wir haben ihn darauf hingewiesen, dass wir nicht wollen, dass er hier gegen die Häuser gegen pinkelt. Weil man sagt, von Zwergenurin stürzen Häuser ein. Und wer erzählt denn so ein Blödsinn? Und die Söldner sagen das. Ja, Söldner haben keine Ahnung. Was ein Gebäude zum Einsturz bringen kann und was nicht. Aber nun, habt ihr etwas gehört, gesehen, gerochen? Ja, den Urin. Ekelhaft war er. Nein. Habt ihr schon von Aldoran von Wutzenwald gehört? Wir haben gehört, er hat Bohrengeweihte umgebracht. Erzählt doch mal. Bleiben wir erstmal bei diesem Thema. Nun, ihr habt also nichts gesehen? Gesehen nicht, aber wir hatten ihn darauf hingewiesen und wir hatten schon angenommen, dass er weg war. Und kurze Zeit später war er wohl immer noch da und dann haben wir ihn einen abgebrochenen Schrei gehört. Wir haben noch gegen die Fensterlehnen geklopft und am nächsten Morgen kam dann die Wache und hat gesehen, dass er tot ist. Er wurde also hier getötet? Einfach auf der Straße? Das ist ja noch schlimmer. Wahrscheinlich schon. Wir haben nicht nach draußen geguckt. Warum nicht? Niemand hat auf die Straße geguckt, wenn jemand schreit. Wir haben ihn doch schon darauf hingewiesen. Was wollt ihr denn noch von uns? Wir haben unsere Bürgerpflicht erfüllt. Sollen wir jetzt auch noch einen Mörder aufhalten mit unserem Alter? Wisst ihr eigentlich, mein Mann hat im Orkenkrieg gekämpft und im Ogerfeldzug. Gegen Galotta hat er gekämpft. Und jetzt erwartet ihr, dass wir in unserem Alter uns auch noch einmal mit fiesen Raubmördern anlegen? Ich verstehe, dass ihr euch zurückgehalten habt. Ihr solltet euer Leben schützen. Das ist schon richtig, wenn ihr nicht kämpfen könnt. Nicht jeder ist dafür ausgebildet oder noch
dessen fähig wie unsere Begleiter. Aber sagt, wenn ihr keinen neuen Tempel bauen wollt, da wollt ihr vielleicht eine Flöte aus Knochen kaufen. Wir haben einen anderen Enkel. Der andere Enkel ist Knochenschnitzer. Unten im Südquartier. Dort bekommt ihr bestimmt eine schöne Flöte. Er kann sie auch anmalen mit verschiedenen Farben. Meister Zage weiter. Oh, gerne würde ich eine nehmen. Was dürfen die denn kosten? Oh, nicht mehr als ein Silberstück. Sagt einfach, dass ihr von uns kommt. Ach, wenn wir da vorbeikommen, werde ich mir auf jeden Fall eine kaufen. Ja, sehr gut. Und jetzt erzählt uns noch Neues aus der Wildermark. Habt ihr von Talf gehört? In Talf sollen ja wohl auch neue Leute mehr ziehen. Und Kriegsfürsten. Und einen Nekromanten, den es weitergibt. Bei zwei Mühlen. Ja, und so sitzt ihr bei einem Tee und müsst die Fragen der Alten aushalten. Derweil im Sokramorplatz, am Sokramorplatz bei den Trollzackern und den Goblins. Ein lautes Gequark auf verschiedenen Sprachen, Geraune, Gegrunze, Kräftemessen. Ihr könnt noch einige, ja, Chorgeweihte nicht erkennen, aber vor allem Söldner, Schlachterfahren und noch einige Jägersleute, die sich vor dem Firon-Tempel mit Pfeilen ausstatten. Was wollt ihr tun? Wollt ihr einfach irgendeinen der Goblins ansprechen? Vielleicht wissen die irgendwas? Oder wollt ihr noch irgendwas schnüffeln oder so? Wie habt ihr das gedacht? Ja, also hier schnüffeln bringt ja nichts. Wir müssten ja erstmal den Tatort abschnüffeln oder den Puppenkopf. Also hier wollen wir reden. Gorgel, was denkst du? Wen sollten wir befragen? Na, am besten natürlich eine Frau, weil die wissen ja immer am meisten. Und wenn, die kann uns dann sagen, ob jemand der anderen was gesehen hat. Ich stimme zu. Das ist eine gute Idee. Und wer davon ist jetzt eine Frau? Die da vorne, zum Beispiel. Also bei dir, Groggel, höre ich sie an der Stimme, aber woran genau sieht man das jetzt bei dir? Naja, guck mal, die hat, hier diese, ich glaube, ihr nennt das Brüste. Wie könnt ihr das denn unter dem ganzen Fell erkennen? Ja. Bist du auch so ein Grottenolm? Was? Nein, ich versuche nur mein Auge ein bisschen zu schulen. Ach so, der Schatten. Er ist zu symmetrisch, also auf beiden Seiten. Siehst du? Ach, ja, jetzt sehe ich's. Ja, während ihr euch unterhaltet, könnt ihr auch erkennen, wie zwei der Frauen bereits auf euch zutreten. Oh, ihr habt jetzt mal schöne Schweinchen. Die schmecken bestimmt gut. Nein, das sind Reitschweine, die sind nicht zum Essen. Also wenn sie mal irgendwann tot sind, dann können wir die gerne mit euch teilen, aber so lange brauchen wir die noch. Ja, was versteckt euch von hier? Ihr seid nicht aus den Sicheln, oder? Nein, wir gehören zu Ziblims Rotte. Oh, zu Ziblim. Er ist im Norden von hier, oder? Ja, genau richtig. Natürlich habt ihr schon von Ziblim gehört. Oh, natürlich. Er vereint doch all die Sippen untereinander. Ja, für eine gute Goblin-Zukunft. Ja, aber er hat noch keine Schamanen. Deswegen wissen wir uns noch nicht genau, ob wir uns ihn anschließen oder den Schamaninnen. Na gut, ich bin Broggo und das ist meine Schwester, das Knorko. Hallo? Ich bin Groggel und das ist meine Schwester Goggelmoggel. Oh, hallo. Und das ist Ronga. Ronga ist ein Ehren-Sulak. Ein Sulak? Sie verbeugt sich gespielt vor dir. Sieht aus so, wie es die Menschen irgendwie tun, aber naja. Ich nicke den nur einmal lächelnd. Versteht er unsere Sprache? Nein, das müssen wir ihm noch beibringen. Ja, okay. Wir wechseln. Hallo. Oh, hallo. Ich bin Broggo und das ist meine Schwester Knorko. Hallo. Hallo, Broggo. Das sind sehr schöne Namen. Ja, Gurgelmoggel und Groggel gefällt mir auch. So stark. Ja, und das sind Born und Ronna. Ja, die sehen lecker aus. Wir haben keine mehr. Wir haben die gegessen. Ah, manchmal muss man diesen Schritt gehen. Ja, dafür essen sie uns auch. Das ist okay. Genau. Aber wenn ihr die schon essen musstet, dann seid ihr ja schon länger hier in der Stadt. Kann das sein? Ja, wir hatten ein kleines Hüngerchen auf dem Weg. An der Straße gibt es nicht mehr viel.
die ganzen Leichen und so. Die schmecken nicht mehr. Und da müsst ihr Hügelzwerge treffen, die haben Wegkäse. Wegkäse hört sich gut an. Na gut, aber wir sind jetzt seit ein paar Tagen sind wir hier. Wir wollten zum Schrein. Hier im Firon-Tempel haben sie einen Sokramor-Schrein. Da kann man Sachen opfern. Da müssen wir auch unbedingt noch hin. Aber was wir auch gehört haben, ist, dass hier Reisende ermordet wurden. Ja, das haben wir auch. Habt ihr das auch gehört? Ja, von den Treuzackern da drüben. Die haben gesagt, sie haben einen von ihnen verloren. Oh, wir haben auch gehört, dass denen Körperteile weggegessen wurden. Also ich vermute zumindest, dass sie weggegessen wurden. Glaubt ihr das? Das weiß ich nicht, aber das haben wir auch gehört. Dass sie ihm so viel Schmerzen zubereitet haben, dass er im nächsten Leben wohl es besser haben wird. Wir verstehen es nicht ganz, was sie da sagen. Irgendwelche treue Religion. Ich glaube, den hat man zu oft auf den Kopf gehauen. Ich glaube auch. Das große Wildschwein. Damit zieht sie aber ihre Schnuter mal hoch und spuckt Rotze aus. Haben die denn eine Frau dabei? Ich meine, die Männer wissen solche Dinge ja nicht. Also zumindest wüsste ich sowas nicht. Und deswegen habe ich ja Goggelmoggel dabei, weil die ist schlauer als ich. Ich glaube, die haben auch Frauen dabei. Ich weiß nicht so genau. Ich kenne mich mit den Treuzackern nicht aus. Die wohnen auf der anderen Seite der Sichel.